Podium Dotter von der anarcha-kommunistischen Organisation Die Plattform und wir stellen euch heute einen unserer Grundsätze Anarcha-Feminismus vor. Ich bin Marie, Pronomen Sie, ich bin bekleidungstechnische Assistentin und aktuell arbeitslos. Der Kampf gegen das Patriarchat ist unabdingbar für die Befreiung aller. Um soziale Veränderungen und Gleichberechtigung zu erkämpfen, brauchen wir eine kontinuierliche Selbstorganisation, welche eine feministische Praxis beinhaltet und diese aktiv in die Gesellschaft trägt. Ich bin Lotta, Pronomen Sie oder Keins. Ich bin gelernte Zimmerin, Erlebnispädagogin und aktuell studiere ich soziale Arbeit. Für eine gesellschaftliche Veränderung brauchen wir einen ganzheitlichen feministischen Ansatz, der alle Menschen mit ihren jeweiligen Lebensrealitäten in seiner Analyse umfasst und in der Umsetzung mit einbezieht, sodass wir kollektiv und solidarisch ein gutes Leben für alle erreichen. Viel Spaß beim Vortrag! Heute wird es um unser Verständnis von Anarcha-Feminismus und die Entwicklung dieses Ansatzes auch und vor allem in der Praxis gehen. Dabei leiten wir den Anarcha-Feminismus durch vergleichende Analysen mit anderen feministischen Strömungen her, um ihn klarer einzuordnen. Anschließend erläutern wir die Notwendigkeit, Entwicklung bis heute und Umsetzung einer anarcha-feministischen Praxis anhand eines praktischen Beispiels aus dem 20. Jahrhundert. Zuletzt stellen wir eine aktuelle Strategie der weltweiten anarcha-feministischen Bewegung an einem konkreten Beispiel vor, gehen danach kritisch auf die Situation im deutschsprachigen Raum ein und werfen außerdem einen Blick auf eine mögliche anarcha-feministisch geprägte Zukunft. Vorab möchten wir einige Begriffe erklären, die wir im Vortrag verwenden. Zunächst sprechen wir vom Patriarchat als gesellschaftlich etabliertes Herrschaftssystem, in dem Männer privilegiert sind und Männlichkeit idealisiert wird, sodass alles, was von dieser männlichen Norm abweicht, unterdrückt und systematisch abgewertet wird. Wörtlich übersetzt bedeutet Patriarchat Herrschaft der Väter. Allerdings sehen wir das Patriarchat und die ihm inhärenten zweigeschlechtlichen, also binären Zuschreibungen, männlich und weiblich, nicht für natürlich gegeben an, sondern für sozial konstruiert, also durch Erziehung zwischen den Generationen und durch ein geteiltes Kulturverständnis auch innerhalb der Peer Groups hervorgebracht und verfestigt. Somit kritisieren wir das Patriarchat zwar als Herrschaftsverhältnis von Männern über Frauen, betrachten dabei aber auch die durchaus auch negativen Auswirkungen dieser Sozialisierung auf männliche Menschen, um eine differenzierte und ganzheitliche Perspektive zu ermöglichen. Fälschlicherweise wird der Begriff Matriarchat oft analog zu Patriarchat verwendet und als Herrschaft der Mütter beschrieben. Auch wenn wir in unserem Vortrag nicht näher auf Matriarchatskonzepte eingehen können, möchten wir an dieser Stelle anreißen, dass bei matriarchalen Gesellschaften mit Mutterrecht konsensbasierte Strukturen statt geschlechtsspezifischer Hierarchien und eine Ökonomie des Schenkens statt einer konkurrierenden und profitorientierten Wirtschaftsweise die Grundlage sind und Prinzipien der Gleichheit und friedensorientierter Verhandlung gelten. Dass wir trotz der sozialen Konstruiertheit der zweigeschlechtlichen Einteilung in weiblich und männlich nicht auf diese Begriffe verzichten, liegt in ihrem Zweck als analytische Kategorie, durch die wir die gesellschaftlich etablierte Realitätsvorstellung beschreiben können. Wir kennzeichnen die binären Begriffe daher mit einem Stern. Weitere Begriffe lauten Intersektionalität, also die Analyse der Verflechtung von Unterdrückungsmechanismen und ihrer Wechselwirkungen, sowie Intersektoralität, die die Ausprägung unterschiedlicher Lebensräume der Menschen und die entsprechend variierenden Unterdrückungserfahrungen und Forderungen beschreibt. Zunächst möchten wir den Zusammenhang von Kapitalismus und dem Patriarchat erörtern. Im Kapitalismus besteht eine Trennung in produktive, also gesellschaftlich anerkannte Erwerbs- oder Lohnarbeit und unbezahlter, teilweise unsichtbar gemachter oder outgesourceter reproduktiver Arbeit. Diese Trennung verläuft entlang einer geschlechtsspezifischen und oft auch rassifizierenden Trennlinie, die traditionell seit der Sesshaftwerdung der Menschen, also ab der Einführung von Arbeitsteilung und Eigentum, besteht. Die patriarchale Gesellschaftsform ist älter als die kapitalistische Wirtschaftsweise, aber sie war grundlegende Voraussetzung für den Erfolg eben dieser. Die Einführung und Durchsetzung von Kapitalismus war nur durch Gewaltanwendung gegenüber gleichberechtigten und gleichwertigen Geschlechterverhältnissen möglich. Das zeigt zum Beispiel, dass die Einhegungen der Almenden, also der gemeinschaftlich bewirtschafteten Landflächen, zu BäuerInnenaufständen führten. Auch die Hexenverfolgung ist ein weiteres prominentes Beispiel für patriarchale Gewalt im Zuge des aufkommenden Kapitalismus. Sowie die Kolonialisierung und die gewaltsame Einführung westlicher oder patriarchaler Werte bei indigenen Bevölkerungsgruppen, wogegen oft Frauen den Widerstand anführten.
Eine patriarchal idealisierte Männlichkeit, bestehend aus Merkmalen wie Konkurrenzdenken, Wettbewerbsfähigkeit, Streben nach Expansion, Geld oder sozialer Stellung, also Status, wird durch die Erwartungshaltung oder den Zwang durch die kapitalistische Wirtschaftsweise aufrechterhalten. Um im System produktiv oder erfolgreich zu sein, sind aktuell männlich assoziierte Eigenschaften notwendig, sprich Dominanz, teilweise Gewalt oder Rücksichtslosigkeit und Rationalität. Die Heteronormativität als patriarchales Konstrukt hält die Wirtschaftsweise aufrecht. Heteronormativität bedeutet, hetero gilt als anerkannte Norm, durchzieht das gesamte Leben in der Zeitvorstellung, romantischen Idealen, dem Verständnis von Familie und Freundinnenschaft, dazu gehört auch Monogamie, Ehe etc. Dazu zählt zum Beispiel auch die Familienplanung, also wie setzt sich eine Familie zusammen, an wen werden welche Rollenerwartungen gerichtet, die Zeiteinteilung, in welcher Lebensphase wird was erwartet, aber auch die Privilegierung von Ehe im Steuerrecht. Insgesamt findet eine systematische Spaltung der lohnabhängigen Klasse an den Trennlinien Geschlecht und Herkunft statt, was dazu führt, dass keine gemeinsame Organisation möglich ist, da untereinander konkurriert wird. Allerdings ist die Überwindung dieser Trennlinien nötig, um gemeinsam Kapitalismus zu überwinden. Im Folgenden leite ich Anarcha-Feminismus durch vergleichende Analysen mit anderen feministischen Strömungen her. Zunächst ist unser Vortrag kein historischer Abriss, sondern ledigliche Einordnung durch Vergleich, Abgrenzung und Zusammenhänge mit den anderen Strömungen und Ansätzen. Für einen historischen Abriss und den Einfluss oder die Haltung einiger Anarcha-Feministinnen, Anarchistinnen und Feministinnen empfehlen wir sehr den Vortrag der libertären Aktion Winterthur, Anarcha-Feminismus, ein Ansatz, der noch ausgearbeitet werden muss, aus dem Jahr 2008. Die Broschüre und Audiodatei sind über die Seite der LAW zu finden. Den Link dazu haben wir euch in die Videobeschreibung gepackt. Der Begriff Anarcha-Feminismus ist im deutschsprachigen Raum bekannt, seit in den 1970ern die Texte von Peggy Kornegger und Carol Ehrlich übersetzt wurden. Ursprünglich stammt der Begriff aus der US-amerikanischen Bewegung. Wir stellen heute unser Verständnis von Anarcha-Feminismus vor und hoffen damit dazu beitragen zu können, dass der bisher wenig definierte Begriff als theoretischer Ansatz und in der Praxis etabliert werden kann. Denn einerseits ist die Flexibilität, wie Anarcha-Feminismus umgesetzt wird, wichtig und nötig für die weitere Entwicklung. Andererseits ist der diffuse Zustand, also es gibt eben keine allgemeingültige Definition, aktuell nicht hilfreich, um sich verbindlich anarcha-feministisch zu organisieren. Deswegen versuchen wir, hier weiterzugehen als die LAW, indem wir unseren Fokus stärker auf die anarcha-feministische Praxis legen. Kommen wir jetzt zum Vergleich. Zunächst einmal die liberal-feministische Strömung. Hier liegt der Fokus auf individueller Freiheit und besserer Stellung im bestehenden System statt kollektiver Emanzipation und Überwindung der strukturellen Ungleichstellung der Geschlechter. Das beruht auf dem neoliberal motivierten Ziel der Gleichheit, Stichwort Empowerment. Dieses vernachlässigt die strukturelle Ebene, sodass rechtliche und politische Forderungen, also Reformen, auf der Agenda stehen. Dazu zählen unter anderem die finanzielle Unabhängigkeit, oder auch die Forderung nach Frauenquoten, sowie die Adaption von männlichem Verhalten oder männlichen Karriereidealen, um eben Erfolg im bestehenden System zu haben. Eine weitere Strömung ist der Radikalfeminismus. Dieser wird oft als Wurzel des Anarcha-Feminismus bezeichnet, da strukturelle Analyse stattfindet, allerdings nur des Patriarchats und nicht zwingend auch des kapitalistischen Systems. Geteilte Annahmen sind, dass Geschlechterrollen sozial konstruiert werden und nicht aufgrund naturalistischer Grundlagen gegeben, sowie dass sich die geschlechtlich bedingte Unterdrückung in der Gesellschaft sowohl im privaten als auch im öffentlich-politischen Bereich auswirkt und daher beides in Verbindung miteinander betrachtet werden muss, sodass der Fokus nicht länger auf individuellen Verhältnissen liegt. Im Radikalfeminismus findet außerdem eine Einteilung in biologisches Geschlecht, Sex, und sozial konstruiertem Geschlecht, Gender, statt. Aus unserer Sicht problematisch ist, dass einige Radikalfeministinnen sich starr auf patriarchal-männliche Sozialisierung berufen und keine differenzierte Perspektive auf Männlichkeiten und Weiblichkeiten haben und dadurch auch Transpersonen aus ihren Analysen und Forderungen ausschließen, sodass insgesamt betrachtet wieder kein kollektiver Kampf gegen das Patriarchat möglich ist. Der marxistisch-sozialistische oder auch materialistische Feminismus beinhaltet einen sozialkritischen Ansatz, welcher die Frauenfrage mit der Arbeiterinnenfrage verknüpft. Es wird eine feministische Perspektive auf männlich dominierte Kapitalismuskritik und Analysen der gesellschaftlichen Verhältnisse, Stichwort unbezahlte Reproduktionsarbeit, ergänzt
Unter marxistisch-sozialistischen These vom Haupt- und Nebenwiderspruch, also wenn erst der Kapitalismus, der Hauptwiderspruch, überwunden ist, wird das Patriarchat, der Nebenwiderspruch, automatisch mit abgeschafft, wird widersprochen. Allerdings verbleibt diese Strömung in einem autoritär-kommunistischen Ansatz, sodass insgesamt keine allgemeine Herrschaftsfreiheit wie beim Anarcha-Feminismus angestrebt wird. Ein Beispiel dafür ist die Forderung nach Lohn für Hausarbeit, um Frauenarbeit in Arbeitskämpfe mit einbeziehen zu können, statt geschlechtsunspezifische Aufteilung anzustreben. Eine weitere Strömung ist der schwarze Feminismus. Dieser übt Kritik am eurozentrischen Feminismusverständnis, sowohl am bürgerlich-liberalen als auch am linksorientierten radikalen oder materialistischen Feminismus, und macht deutlich, dass Frauen je nach sozialem Stand und Lebensrealität von unterschiedlichen Unterdrückungsmechanismen, also Klassismus, Rassismus und Patriarchat, betroffen sind und dementsprechend unterschiedliche Forderungen stellen. Stichwort Intersektionalität, also die Unterdrückungsmechanismen beeinflussen einander wechselseitig, müssen also in Analyse und Überwindung verbunden werden, und zusätzlich Intersektoralität, was bedeutet, Betroffenheit und Forderungen können je nach Wohnort, also Stadt oder Land, ebenfalls variieren. Der angestrebte Ansatz ist, es braucht differenzierte Analysen und kollektiven, solidarischen Kampf gegen die unterdrückenden Verhältnisse, sodass sowohl geteilte als auch unterschiedliche Erfahrungen berücksichtigt werden und alle sich für deren Überwindung einsetzen. Ob sie nun persönlich davon betroffen sind oder nicht, spielt keine Rolle. Die letzte Strömung, die wir vorstellen wollen, ist der Queerfeminismus. Dieser vertritt einen intersektionalen Ansatz und greift darüber hinaus das binäre Geschlechtersystem, das bedeutet, es gibt nur zwei Geschlechter, nämlich weiblich und männlich, an, indem Geschlecht als Spektrum verstanden und auch das biologische Geschlecht als sozial konstruiert betrachtet wird. Ebenso die Heteronormativität. Die berechtigte Kritik am Queerfeminismus lautet, dass die Strömung teilweise mehr in Identitätspolitik und reformistischen Forderungen verbleibt, wie auch der Liberalfeminismus. Also beispielsweise den Fokus nur auf Sichtbarkeit queerer Identitäten legt oder die rechtliche Gleichstellung wie bei der Ehe für alle angestrebt wird. Allerdings bietet diese Strömung durch ihre intersektionale Gesellschafts- und Systemkritik großes Potenzial für klassenkämpferische Bewegungen. Die Herausforderungen hierbei sind zum Beispiel die Tatsache, dass Sprache Bewusstsein schafft, verknüpft mit der Frage, wie vermitteln wir genderneutrale Ausdrücke leicht verständlich und umsetzbar im Alltag. Darüber hinaus braucht es eine Thematisierung der Abwehrhaltung in Diskussionen um den Zusammenhang der Kämpfe und statt persönlichen Angriffen besser einen Fokus auf die Analyse und Kritik struktureller Gegebenheiten. Kommen wir zu unserem Verständnis von Anarcha-Feminismus. Unter Anarcha-Feminismus verstehen wir zum einen die theoretische als auch die praktische Arbeit gegen das Patriarchat. Also gegen die immer noch vorherrschende Unterdrückung von allen nicht-cis-männlichen Personen im gesellschaftlichen, ökonomischen, privaten und politischen Kontext. Zum anderen ist es für uns der Kampf für die Überwindung des Kapitalismus hin zu einer gewaltfreien, absolut gleichberechtigten, selbstbestimmten Gesellschaft, in der die Produktion ohne Besitzverhältnisse und gemäß den Fähigkeiten und Bedürfnissen aller abläuft. Ein konsequenter Anarchismus bedingt Feminismus, weil jegliche Form von Herrschaft abgelehnt wird, also auch patriarchale Unterdrückung. Anarcha-Feminismus ist dementsprechend eine Erweiterung des herkömmlichen Feminismus, da mehr als nur patriarchale Verhältnisse analysiert und bekämpft werden. Stichwort Intersektionalität, Intersektoralität. Die Überwindung gesellschaftlich relevanter Herrschaftsformen kann nur kollektiv und solidarisch stattfinden. Sie braucht eine systematische Analyse der einzelnen Ausprägungen, die auch auf die Wechselwirkungen eingeht und eine dementsprechende Verbindung der Kämpfe über vermeintliche Trennlinien hinaus. Feminismus bedingt auch Anarchismus, weil die Unterdrückungserfahrungen zusammenhängen. Das kapitalistische System hält das Patriarchat aufrecht und der Kapitalismus konnte nur aufgrund eines patriarchalen Systems etabliert werden, dem entgegensteht die Ökonomie des Schenkens in den konsensbasierten Matriarchaten. Es gibt eine intersektionale Solidarität zwischen den Kämpfen gegen die herrschenden Systeme aufgrund von Empathie und dem Ziel der kollektiv herbeizuführenden, befreiten Gesellschaft. Passende Zitate dazu stammen von Silvia Federici aus dem Buch Caliban und die Hexe. Wenn Weiblichkeit in der kapitalistischen Gesellschaft als Arbeitsfunktion konstituiert worden ist, die die Produktion der Arbeiterschaft unter dem Deckmantel eines vermeintlichen biologischen Schicksals verschwinden lässt, dann ist die Frauengeschichte zugleich auch eine Klassengeschichte. Und wenn es stimmt, dass die Geschlechtsidentität in der kapitalistischen Gesellschaft zur Trägerin bestimmter Arbeitsfunktionen wurde, dann sollte Gender nicht als rein kulturelle Angelegenheit betrachtet werden, sondern als spezifische Ausprägung von Klassenverhältnissen. Sie macht eben den Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Patriarchat hier nochmal deutlich.
Wir stellen euch jetzt die Notwendigkeit, Entwicklung und Umsetzung einer anarcho-feministischen Praxis vom 20. Jahrhundert bis heute und darüber hinaus vor. Zunächst zur Notwendigkeit. Das männliche Ideal, zum Beispiel in Form von Gewalt und Leistungsdruck, wird auch in emanzipatorischen Zusammenhängen reproduziert. Zum einen in der Außenwirkung, also zum Beispiel Darstellungen von gewaltbereitem männlich gelesenen Antifaschist, und in inneren Strukturen, wo Heldentum und Stärke als maskulines Erbe unserer patriarchalen Sozialisierung abgefeiert werden und vermeintliche Schwäche wie Emotionen zuzulassen oder der Wunsch nach gewaltfreier Kommunikation abgewertet wird. Das führt zu geringen Beteiligungschancen für Flint, Frauen, Lesben, Inter, Nichtbinären und Transpersonen, die sich nicht einem männlichen Prinzip anpassen wollen, sowie zu einer strukturellen Unsichtbarkeit von reproduktionsemotionaler und Care-Arbeit. Feministische Einmischung in den Klassenkampf hat also zum Ziel, die strukturelle Unterdrückung von Frauen und Queers innerhalb der sozialen Bewegungen zu überwinden, um gemeinsam neue egalitäre Strukturen aufzubauen als Basis für die befreite Gesellschaft. Weiterhin lässt sich feststellen, dass Theoriearbeit, also Rationales, bisher immer noch männlich dominiert ist, weshalb Reflexion und Awareness zum einen notwendig für gemeinsame Arbeit und Empowerment sowie Teilhabe von Flint-Personen an theoretischer Arbeit ist, sowie zum anderen weitere Perspektiven ergänzt werden durch umfangreichere Analysen der unterschiedlichen Ausgangssituationen für Frauen und Queers. Gleichzeitig müssen wir wegkommen von der Verantwortungsverschiebung, die zum Beispiel sagt, ExpertInnenwissen zu feministischen Themen gibt es nur bei Flint-Personen oder antirassistische Aufklärungsarbeit verbleibt bei BPOC, also Schwarzen, Indigenen und Menschen of Color, und hinkommen zur gemeinsamen Analyse und Umsetzung. Indem wir erneut Vermittelbarkeit durch Sprache gewährleisten, sprich Sprache schafft Bewusstsein versus Szenesprech vermeiden. In der Praxis gilt es, Aktionsformen, zum Beispiel Streiks und Militanz, neu zu besetzen, inklusiv zu gestalten und feministisch anzueignen, sodass Reproduktions- und Hausarbeit eingeschlossen werden und beispielsweise bestreikt werden. Außerdem müssen wir alternative Ansätze zu männlicher Kommunikation und männlichen Strukturen etablieren. Zum Beispiel in Form von Awareness-Konzepten und Transformative Justice-Ansätzen bei Übergriffen in der TäterInnenarbeit und kontinuierliche Reflexionen der eigenen Organisationsstrukturen. Generell angestrebt ist für uns die Kombination aus praktischer Einmischung mit feministischem Ansatz in soziale Kämpfe, also die Beteiligung von allen und Flint-Personen an klassisch männlichem Arbeitskampf, zum Beispiel auf Baustellen oder Ähnlichem, und theoretische Auseinandersetzung mit feministischen Diskursen intern, sprich in Diskussionen mit GenossInnen, sowie in öffentlich wirksamer Arbeit, also Gespräche mit zum Beispiel Bauarbeitenden, Familienangehörigen, ArbeitskollegInnen, politischen Veröffentlichungen und so weiter. Wichtig hierbei ist, dass keine Verallgemeinerung durch Begriffe wie Frauensolidarität stattfindet, da unterschiedlich privilegierte Positionen im bestehenden System eine allgemein gleiche Unterdrückung widerlegen. Beispielsweise macht eine weiße Managerin oder Ehefrau eines reichen Mannes ganz andere Erfahrungen als eine alleinerziehende Mutter oder eine nicht-binäre, lohnabhängige Person, die teilweise wieder von anderen Unterdrückungsformen betroffen sind als ein schulpflichtiges Transkind oder eine weibliche Reinigungsfachkraft of Color. Daher brauchen wir einen sensiblen Umgang mit Ausgangslagen, geteilten und differenten Unterdrückungserfahrungen, wenn wir die kollektive Überwindung der grundlegenden Systeme Patriarchat und Kapitalismus anstreben. Außerdem müssen wir unsere eigene Sozialisierung und die Wirkung jahrhundertelang etablierter Systeme berücksichtigen. Deren Überwindung läuft nicht von heute auf morgen, sondern macht eine kontinuierliche Reflexion notwendig. Ein Weg dahin kann die Selbstorganisierung derzeit marginalisierter Gruppen, zum Beispiel Flint oder BPOC, sein, um sich auszutauschen und gegebenenfalls zu intervenieren. Allerdings kann dies nicht die endgültige Lösung sein, da das den Kampf gegen spezifische Formen der Unterdrückung doch wieder nur den direkt Betroffenen zuschreibt und keine intersektionale Perspektive darstellt. Wir alle tragen die kollektive Verantwortung dafür, dass Unterdrückung jeglicher Form und in ihrer Wechselwirkung bekämpft und überwunden wird. Feststellen können wir also sagen, dass eine anarcho-feministische Praxis ihre Notwendigkeit bis heute nicht verloren hat. Von feministischer Perspektive aus ist äußerst kritisch zu erwähnen, dass der Anarchismus Gleichheit und individuelle Emanzipation nicht wirklich radikal zu denken vermag. Denn es lässt sich erkennen, dass die patriarchale Basis gesellschaftlichen Denkens und Handelns in ihm erhalten bleibt. Trotz seiner radikalen Befreiungsvorstellung bezieht selbst der Anarchismus Autonomie und Befreiung der Frau und die dafür adäquaten gesellschaftlichen Strukturen unzureichend in die Utopie mit ein.
So wird die Frau theoretisch bei allen anarchistischen Klassikern in die Entwürfe eingeschlossen. Explizit beziehen sie sich auf ihre besonders unterdrückte Lage jedoch nur bei Themen wie Familie, Ehe oder Reproduktion. Sie beschränken sich also häufig auf diese traditionellen weiblichen Bereiche und hier setzt die feministische Kritik an, die sich zum Anarchafeminismus entwickelte. Während für die männlichen Genossen historisch betrachtet das vorrangige Ziel stets die Rekrutierung von Frauen für die gemeinsame Sache war, ging es den Frauen in der anarchistischen Bewegung um ihre ganz konkrete Emanzipation in der politischen Bewegung. Das bedeutet sowohl die Thematisierung und Veränderung der weiblichen Lebensbedingungen, wie auch die Verankerung ihrer Forderungen in der Bewegung. Stets betonen Anarcha-Feministinnen ihre Distanz zum bürgerlichen Feminismus, der sich auf die Einforderung gleicher Rechte beschränkte, wie im Fall des Frauenwahlrechts oder der Lohnarbeit von Frauen, und dabei aber die übergeordneten Herrschaftsstrukturen der Gesellschaft unangetastet ließ. Emma Goldman etwa forderte die Frauen polemisch dazu auf, sich von der Emanzipation zu emanzipieren. Die anarcha-feministische Praxis entwickelte sich also teilweise aus einer allgemeinen Unzufriedenheit der Frauen in der Gesellschaft sowie auch in der politischen Bewegung. Ein Beispiel dafür sind die Aktivitäten der Mujeres Libres. Dafür mache ich einen kurzen historischen Abriss. Ich möchte dabei betonen, dass die Bedingungen damals in der anarchistischen Bewegung noch mal viel schwieriger waren, da manche Anarchisten sich beispielsweise nicht einmal von einer Frau unterrichten lassen wollten. Dies soll natürlich kein historischer Vortrag über die Mujeres Libres sein und ich gehe vor allem auf ihre Stellung innerhalb der anarchistischen Bewegung ein. Anschließend stelle ich euch deren Ziele und generelle Aktivitäten vor. Die Mujeres Libres wurden im April 1936 von den drei Frauen Lucía Sánchez Saonil, Mercedes Comar Posada und Amparo Poggi Garzón der anarcho-syndikalistischen CNT gegründet. Der Name der Gruppe war auch gleichzeitig der Name ihrer Zeitschrift, die bis 1936 herausgegeben wurde. Im Gegensatz zu bürgerlichen und auch kommunistischen Frauenzeitschriften, die sich mit vermeintlichen Frauenthemen wie Mode und Kosmetik beschäftigten, waren sie der Überzeugung, dass Frauen ebenso wie Männer für politische Themen interessiert sein können. Ein wichtiges Ziel war die Ausbildung der Frauen. Die Mujeres Libres kämpften sowohl an der Front mit der Waffe in der Hand als auch im Hinterland. Die Frauen innerhalb der CNT bemühten sich hauptsächlich nur um ihre eigenen Frauen. Trotz formaler Gleichstellung sahen sich die Mujeres Libres also diskriminiert. Das Verhältnis der Mujeres Libres zur spanischen anarchistischen Bewegung war angespannt und ambivalent. Durch ihre autonome Organisation als anarchistische Frauenorganisation hatten sie sich von Anbeginn den Vorwurf der Spaltung angehandelt. Und das nicht nur von anarchistischen Männern, sondern zum Beispiel auch von Federica Montzani, die seit Herbst 1936 als CNT-Mitglied Ministerin für Gesundheit und Soziales in Katalonien war. Die autonome Organisation der Mujeres Libres geschah jedoch nicht in spalterischer Absicht, sondern resultierte aus dem Unbehagen vieler Frauen innerhalb der anarchistischen Bewegung der 30er Jahre in Spanien, aus der herablassenden Ignoranz, die sie in der Bewegung erfuhren. Erst im Mai 1936 hatte zum Beispiel die CNT die Gleichberechtigung der Frauen in ihr Programm aufgenommen. Die schlimmste Form der Ablehnung erfuhren die Mujeres Libres auf dem Kongress der CNT im Oktober 1938. Sara Berenguer, Zeitzeugin des Vorgangs, berichtet: Am letzten Tag des Plenums durften einige VertreterInnen der Frauenorganisation den Aufnahmeantrag und die Arbeit der Gruppe vorstellen, worauf sie die Antwort erhielten, sie seien noch nicht genügend vorbereitet und sollten warten, bis sie genug Erfahrung hätten. Zu dem Zeitpunkt hatten sich die Mujeres Libres bereits 2 Jahre aktiv an der sozialen Revolution beteiligt. Es ging sogar so weit, dass Federica Montzani die Existenz der Mujeres Libres leugnete. Die Mujeres Libres zahlten es ihr jedoch nicht mit gleicher Münze heim und publizierten noch 1939 einen Text von ihr.
Am 27. März 1937 erscheint eine Broschüre der Frauenorganisation Mujeres Libres mit dem Titel Tierra y Libertad. Übersetzt heißt das Land und Freiheit, in der sie ihre Ziele vorstellen. Diese stelle ich euch kurz vor. Emanzipation der Frau von ihrer dreifachen Versklavung, der sie im Allgemeinen unterworfen war und bleibt. Der Sklaverei durch Unwissenheit, der Sklaverei als Frau und der Sklaverei als Produzentin. Aus unserer Organisation eine bewusste und verantwortliche feministische Kraft zu machen, die eine Avantgarde innerhalb der revolutionären Bewegung bildet. Die Unwissenheit bekämpfen, indem wir die Genossinnen kulturell und sozial schulen. Dabei können Mittel eingesetzt werden wie Grundkurse, Konferenzen, Gespräche, kommentierte Lektüre, Filmaufführung und so weiter. Einen gegenseitigen Austausch mit den Gewerkschaften, Athenos und der libertären Jugend einrichten, um zu einer Zusammenarbeit zu gelangen, die unsere revolutionäre Bewegung stärkt. Zum Beispiel eine Gewerkschaft schickt eine Genossin zu der Gruppe, bei der sie eine Grundschulung und soziales Bewusstsein im Umgang mit anderen Genossinnen erhält, die schon länger dabei und erfahrener sind. Einmal so vorbereitet, kann diese Genossin in einem Ateneo oder in die libertäre Jugend eintreten und ist dabei in der Lage, eine wirkungsvolle Arbeit zu leisten. Zu einem echten Zusammentreffen zwischen Genossen und Genossinnen zu gelangen. Zusammenleben, zusammenarbeiten und sich nicht ausschließen. Energie für die gemeinsame Aufgabe investieren. Einen starken Beitrag der Frauen für die konstruktive, revolutionäre Aufgabe vorbereiten, indem diese Bewegung Krankenschwestern, LehrerInnen, ÄrztInnen, KünstlerInnen, KindergärtnerInnen, ChemikerInnen, intelligente ArbeiterInnen zugeführt werden. Das ist wirkungsvoller als nur guter Wille, gepaart mit Unwissenheit. Diese formulierten Ziele sind auch heute noch durchaus revolutionär zu nennen, zumal die Gruppe schon Ziele formulierte, die erst in den späten 70er Jahren unter dem neuen Namen von Anarcha-Feministin propagiert werden. Triple Oppression bedeutet die Dreifachbekämpfung gegen Rassismus, Sexismus, Kapitalismus. Die Mujeres Libres propagierten also einen teilweise intersektionalen Feminismus. Dabei konzentrierten sich die Frauen besonders auf die praxisorientierte Arbeit. Dies begründeten sie in der fünften Ausgabe der Zeitschrift Mujeres Libres folgendermaßen. Wir können nicht länger mehr oder minder riskante Theorien aufstellen. Es ist auch nicht mehr die Zeit, mit Theorien zu jonglieren. Heute müssen wir tatkräftig sein und mit der Realität arbeiten, deren Gehalt dunkel bleibt. Diese Taten, diese Realitäten sind es, die jenes Bewusstsein bilden sollen, das wir anstreben. Die Mujeres Libres haben vor allem Bildungsarbeit geleistet und Freiräume für Frauen geschaffen. Im Folgenden stelle ich euch die zahlreichen Aktivitäten der Mujeres Libres vor. Sie haben zum Beispiel Zentren für Frauen errichtet wie Haus der ArbeiterInnen, Mutterschaftshaus, Kampagnen gegen Analphabetentum geleitet und eingeführt, Kurse für Grundbildung und allgemeine Kultur abgehalten, wöchentliche Konferenzen und Gespräche über allgemeine Probleme ihrer kulturellen und sozialen Welt organisiert. Einen kulturellen Träger produziert die Zeitung Mujeres Libres, die mit insgesamt 13 Nummern in der Zeit von 1936 bis 1939 erschienen ist. Schulen gegründet und gefördert, die der technischen, intellektuellen und sozialen Ausbildung der Frauen dienten. Hier wurden Kurse angeboten wie für bewusste Mutterschaft, für Kleinmechanik, Technik, Landwirtschaft, Geflügelzucht und auch Physikkurse. Sexuelle Aufklärungskampagnen organisiert und selber durchgeführt. Kampagnen zur Arbeitbeschaffung, um Frauen ökonomisch unabhängig werden zu lassen. Kampagnen zur Errichtung von kostenlosen Kinderkrippen in den Fabriken und ArbeiterInnenvierteln angeregt. Es gelang den Mujeres Libres endlich Kinderkrippen und Kinderhorte zu errichten. Volksspeiseräume für die Arbeiter beider Geschlechter gefordert, um die ArbeiterInnen von ihren Aufgaben zu Hause zu entlasten. Gewerkschaftliche Hilfen aller Art organisiert. Landschulen für Flüchtlingskinder gegründet, Kampagnen zur Heranbildung von LehrerInnen durchgeführt, um einer neuen Konzeption der Erziehung und Bildung in Schulen zum Erfolg zu verhelfen. Die neuen Konzepte sollten bedürfnisorientiert, realistischer und nicht manipulativ sein, damit Kinder freier lernen können.
neue Konzeption zum Abbau der Prostitution erstellt. Zu ihrem Konzept gehörten Befreiungszentren der Prostitution. Bei den Mujeres Libres gab es durchaus auch Frauen, die bewaffnet an der Front kämpften. Andere wiederum versorgten als Krankenschwestern die verwundeten Frauen und Männer an festgelegten Orten. Wieder andere waren als mobile Einsatzkommandos unterwegs, zum Beispiel im Sanitätswesen, Transport und Verkehr. Die freien Frauen formulierten sehr hohe und weitreichende Ziele mit revolutionären Forderungen und es ist, da nur sehr wenige neutrale Quellen zur Verfügung stehen, schwierig einzuschätzen, welche Auswirkungen die Mujeres Libres tatsächlich in der sozialen Revolution hatten. Doch die hohe Mitgliederzahl weist darauf hin, dass sich viele Frauen von den Zielen und Aktionen der Mujeres Libres angesprochen fühlten. Im jeden Fall leisteten sie eine sehr gute Bildungsarbeit, was vermutlich auch ein Grund für die hohe Mitgliederzahl ist. Beispiel einer anarcho-feministischen Strategie anhand einer Analyse des feministischen Strategiepapiers der FAH und anschließend eine Gegenüberstellung zur aktuellen feministischen Bewegung in Deutschland. Die FAH verfolgt eine ziemlich ähnliche Strategie wie die, welche ich gerade von den Mujeres Libres vorgestellt habe. Diese Kampfstrategie stellen wir anhand ihres Strategiepapiers vor. Zunächst machen wir einen kurzen Exkurs, wer die FAH überhaupt ist. Die FAH, Federación Anarquista de Rosario, ist eine befreundete anarchistische Organisation in Rosario, das ist ein Gebiet in Argentinien. Sie haben sich 2008 gegründet, sind also schon seit 12 Jahren aktiv. Wir befinden uns in einem regelmäßigen Austausch mit der Organisation und wir haben auch schon gemeinsame Erklärungen zu bestimmten Themen und Kämpfen veröffentlicht, zuletzt zu den Massenprotesten in Peru. Die FAH tritt eigentlich nie als FAH in Kämpfen auf, sondern die Mitglieder treten immer als Aktivistin der lokalen Basisbewegung, Basisgewerkschaften auf. Sie verfolgen eine ähnliche Strategie der Einmischung wie wir als Plattform. Die FAH beschreibt ihre feministische Kampfstrategie in einem Strategiepapier. Wir haben die grundlegendsten Thesen, welche wir auch als Plattform vertreten, herausgearbeitet. Diese werde ich euch nun kurz vorstellen. Sie funktionieren für die FAH als Grundlage in der feministischen Einmischung. Sie verstehen, dass Geschlechterunterdrückung mit der Frage von Herkunft und Klasse zusammenhängt. Dies ändert sich je nach dem sozialen und materiellen Kontext, in dem die Themen eingefügt werden. In diesem Sinne dient ihnen die Idee der Intersektionalität als ein Instrument der Herrschaftsanalyse, welches hilft, bestimmte Fragen zu verstehen. Zusammenfassend glauben sie, dass der Feminismus als spezifische Anarchistin ein klassenloser, antirassistischer, antikapitalistischer, nicht exklusiver und transinklusiver Feminismus mit einer revolutionären Perspektive und eine Perspektive des Bruchs mit dem Staat sein soll. Die FAH strebt also eine Ausweitung und Verteidigung der sozialen Rechte durch Klassenkampf und direkte Aktionen an. Wir stellen uns dem Staat, damit er heute das bereitstellt, was für das Leben der Frauen von unten dringend notwendig ist. In diesem Sinne haben wir uns dafür entschieden, den Begriff öffentliche Politik anstelle von Reform zu verwenden. Damit ist gemeint, dass sie vom Staat verlangen, dass die Grundrechte gewährleistet werden und wenn nicht, nehmen sie sich diese mit direkter Aktion. Auf diese Weise verteidigen sie den Kampf für Wohnraum, Tagesstätten, humanisierte Geburten und bessere Hilfe in Krankenhäusern, Bildung und Gesundheit, welche sich direkt auf das Leben der Frauen auswirken. Es müssen Erfahrungen der kollektiven Selbstorganisation, der Kinderbetreuung, Möglichkeiten des Aufbaus von öffentlich-kollektiven Räumen oder kollektiver Arbeit aufgebaut werden und es muss sich mit ihnen solidarisch gezeigt werden. Diese Erfahrungen sind Prozesse, die zum Aufbau von Gegenmacht von unten, Selbstverwaltung, Autonomie und Empowerment der Frauen von unten und ArbeiterInnen beitragen. Bewaffnet mit diesen allgemeinen Prinzipien und dem Aufbau eines Feminismus aus der Beziehung zwischen Praxis und Theorie, versetzen wir uns in die Reihen der feministischen Kämpfe als Anarchistin und Feministin. Möge Feminismus eine Realität für Frauen von unten sein und möge der Kampf der Frauen wachsen und sich mit Kampfgeist, gegenseitiger Unterstützung und Verbundenheit in jeden Winkel der Welt ausbreiten. Die FAH stellt ihre Praxis im feministischen Kampf in einem Ringmodell dar, welches ich euch kurz vorstelle.
Ring 1 behandelt den Abbau von Geschlechterrollen und Hierarchien in der eigenen Organisation. Außerdem soll dem Feminismus einen wichtigen Platz im Programm gegeben werden, zum Beispiel durch das Schaffen von Awareness-Strukturen oder kritische Männlichkeitsgruppen für eine kontinuierliche Reflexion. Ring 2 bedeutet das Einwirken auf andere anarchistische Organisationen im feministischen Sinne, zum Beispiel durch Bildungsangebote in Form von Workshops, um feministische Grundlagen zu vermitteln und dafür zu sensibilisieren. Ring 3 und 4 beinhaltet das Agieren in den Kämpfen, also den Zugang für Flint-Personen zu den sozialen Kämpfen zu gewährleisten und Macho-Tendenzen zurückzudrängen. Dazu gehört auch eine interne Reflexion und Schulung, die aktuellen Kämpfe mit dem feministischen Kampf sozusagen verbinden oder zum Beispiel eine Kinderbetreuung zu organisieren für Menschen, welche Kinder haben, um den Personen eine Teilhabe an Plena oder Demos zu ermöglichen. Ring 4 bedeutet das Agieren in feministischen Massenbewegungen, also eine Einfügung in die Kämpfe und anarchistische Beeinflussung der Kämpfe, zum Beispiel bei Diskursen, Zielen, in feministischen Kampagnen, wie beispielsweise die Frauenkampftag-Kampagnen. Ring 5 bedeutet, die gesamte Klasse zu erreichen mit feministischer Propaganda bzw. Agitation gegen das Patriarchat in der breiten Bevölkerung. Das beinhaltet zum Beispiel das Erstellen von Broschüren über feministische Grundlagen, welche in einfacher Sprache formuliert werden sollten, um zum Beispiel auch nicht-akademische Menschen zu erreichen. Wie sieht das Ganze eigentlich in der Praxis aus? Um das Ganze noch greifbarer zu machen, nenne ich euch ein aktuelles Beispiel aus der Praxis der FAH, welches uns die FAH hat zukommen lassen. Die Genossinnen der FAH haben eine allgemeine feministische Agenda, deren Forderungen sie in verschiedenen konkreten Kämpfen umsetzen wollen. Sie haben konkrete Forderungen formuliert nach einem freien Zugang zur Abtreibung, ein Ende patriarchaler Gewalt und sexueller Aufklärung in den Schulen. Für diese Forderungen kämpfen sie in Basisorganisationen, zum Beispiel Bildungsgewerkschaften und SchülerInnenorganisationen. Darüber hinaus hat die FAH in den allgemeinen Kämpfen, in denen sie aktiv ist, eigene Agendas, um den patriarchalen Strukturen entgegenzuwirken. Ein Beispiel dafür ist die Gewerkschaft der ArbeiterInnen im Handelssektor. Dort haben die Genossinnen im Arbeitskampf explizit gegen einen Chef gekämpft, der sexistische Gewalt gegen seine MitarbeiterInnen angewendet hat. Sie haben auch eine spezifische Agenda für soziale Zentren und es finden regelmäßige Versammlungen für die Frauen des Viertels statt. Nun folgt eine Gegenüberstellung zu den Verhältnissen im deutschsprachigen Raum, also eine Kritik an der feministischen Bewegung in Deutschland. Wie auch schon an anderer Stelle angesprochen wurde, befindet sich die feministische Organisation in Deutschland aktuell in einem diffusen Zustand. Im Folgenden nenne ich einige kritische Thesen. Es fehlt eine kontinuierliche anarcha-feministische Praxis. Die Arbeit bzw. die feministische Arbeit bleibt nach wie vor häufig an Frauen hängen. Typen in der Szene nehmen oft die Haltung an, dass feministische Arbeit und theoretische Weiterbildung nicht deren Gebiet ist und Frauen bzw. Flint sich selbst emanzipieren müssen. Es findet ausschließlich Kampagnenarbeit statt, zum Beispiel Frauenkampftag oder die Abtreibungsgesetzkampagnen. Es gibt keine feministische Praxis in klassenkämpferischen Themen, Kampagnen wie zum Beispiel im Mietkampf oder bei Gewerkschaftsarbeit. Im politischen Kampf wird oft eine vermeintlich feministische Position von Typen vertreten, aber in sozialen Beziehungen wird sich in der Hinsicht nicht selbst reflektiert, was dazu führt, dass kritische Verhaltensweisen weiterhin reproduziert werden und die Notwendigkeit der ständigen Reflexion nicht gesehen wird. Es fehlt also eine kontinuierliche Selbstreflexion im politischen Kampf und in den Organisationen, sowie im sozial-privaten Bereich. Es fehlt an Unterstützung für Frauen, welche zum Beispiel mit Kinderbetreuung eingebunden sind, um deren Partizipation am politischen Kampf zu gewährleisten. Zum Beispiel eine organisierte Kinderbetreuung während Demos oder Plenars. Es fehlen radikale Forderungen und Ziele, um zum Beispiel staatlich kontrollierte Bereiche wie Kinderbetreuung oder Bildung selbst zu verwalten und zu gestalten. Forderungen der feministischen Linken sind meist eher reformistisch und liberal geprägt, wie zum Beispiel die Forderung nach Gleichheit beim Lohn.
Es braucht verschiedene Ansätze, feministische Inhalte in die jeweiligen Kämpfe einzubringen und eine dementsprechende Auseinandersetzung. Es fehlt außerdem an Awareness-Strukturen für Konfliktlösungen innerhalb von Gruppen zum Beispiel. Außerdem ein Abbau der Akademisierung. Es fehlt eine angemessene sprachliche Vermittlung von feministischen Themen, um diese auch für nicht-akademische Menschen zugänglicher zu machen. Viele feministische Texte sind oft sehr akademisch geschrieben und wenig bis gar nicht verständlich für Menschen mit geringer Bildung. Was können wir also ändern, um eine kontinuierliche anarchafeministische Praxis im deutschsprachigen Raum anzustoßen? Eine Möglichkeit wäre das Agieren nach dem Ringmodell. Das könnte folgendermaßen aussehen: Das Schaffen von Awareness-Strukturen und kritischer Männlichkeitsgruppen in den eigenen Strukturen, also Räume für eine ständige Reflexion der eigenen Privilegien. Generell Raum schaffen für Emotionen und Bedürfnisse der Genossin. Dazu sollte zum Beispiel auch gehören, dass man sexistische, diskriminierende Verhaltensweisen versucht, in seinem privaten, vielleicht auch nicht unbedingt politischen Umfeld, zum Beispiel auf der Arbeit, anzuprangern und diesen keinen Raum zu geben. Das Einwirken auf andere Organisationen im anarcha-feministischen Sinne, zum Beispiel durch Bildungsangebote wie Workshops zum Umgang mit sexistischem oder diskriminierendem Verhalten. Einwirkung in feministische und auch nicht explizit feministische Massenbewegungen, zum Beispiel Mietkämpfe und das Einfließen von anarcha-feministischen Forderungen, indem man zum Beispiel Diskurse aktiv mitbestimmt und gemeinsame Ziele formuliert. Außerdem eine kollektive Auseinandersetzung zur Entwicklung verschiedener Ansätze, um intersektional in den Kämpfen zu agieren, Kämpfe inklusiver zu gestalten und den Zugang für Flint-Personen zu ermöglichen. Generell den Zugang für Flint-Personen in den sozialen Bewegungen möglich machen, indem man zum Beispiel Angebote einer Kinderbetreuung schafft, damit Genossinnen ein Plenum, Demo oder Vortrag besuchen können. Wir müssen viel bewusster den Frauen entgegenkommen, welche aufgrund von Lohnarbeit und Kindererziehung kaum Kapazitäten haben für den politischen Kampf oder zum Beispiel das Schaffen von barrierefreien Räumen. In die gesamte Klasse anarcha-feministisch einwirken, indem man zum Beispiel in der Sprache angepasste Bildungsangebote oder regelmäßige Nachbarschaftstreffen für Flint organisiert und versucht, diese aktiv ins politische Geschehen einzubeziehen, zu agitieren und beim Empowern zu unterstützen. Hier seht ihr noch unsere Quellen und wir freuen uns im Folgenden über einen konstruktiven und solidarischen Austausch.